ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Guten Tag alle zusammen, seid lieb gegrüßt. Heute am Donnerstag zur Mittagszeit, während wir aufzeichnen, am 16. Mai 2024. Mit einem Tag Verspätung. Es lag allerdings nicht an Hajo, es lag an mir. Aber neben mir sitzt er heute mit dem weißen Hut, in Anführungszeichen bewaffnet. Und wir grüßen euch zu einer neuen Ausgabe der geopolitischen Analyse und natürlich zu einer neuen Ausgabe der Satire-Sendung, zu der wir diese ganze Sendung jetzt erstmal deklarieren. Grüß dich, Hajo, du Weißhut. Guten Tag, freut mich sehr. Es geht ja jetzt dem Ende entgegen. Es geht dem Ende entgegen, das stimmt. Die Frage ist, wo fangen wir an? Für alle, die am Samstag vielleicht zufällig vor dem Fernseher saßen, ich schaue mir das ja seit Jahren nicht mehr an. Und obwohl ich aus der Show- und Entertainment-Branche komme, aber mit Show, Entertainment und wirklich Musik hat das nichts mehr zu tun. Der Eurovision Song Contest, das war ja ein satanisches Sakrileg. Wie beurteilst du das? Ist das das Ende der westlichen Zivilisation, wenn Menschen Beifall klatschen für so einen, ich darf es nicht sagen, wegen YouTube? Ja, du weißt ja nicht, ob sie Beifall geklatscht haben. Das kann man ja einspielen. Also wenn eine Gesellschaft derart Dekadenz zeigt, dann ist sie untergegangen. Dann gibt es nur noch ein paar Tage, in denen sie weiterspielen können. Für einen normalen Menschen ist das ganze Ding einfach ekelerregend. Mehr nicht. Genau auf den Punkt, deswegen hat er einen weißen Hut auf, der nette Mann neben mir. Wobei interessant ist für alle, die das geschaut haben, mit ihren Kindern oder Enkelkindern, einfach mal so ein bisschen selbst im Weltnetz forschen, für was denn dieses bunte Gedönse denn steht. Und wenn man dann rausgefunden hat, für was es steht, dann kann man sich nochmal überlegen, ob man das mit Kinder oder Kindeskinder denn anschauen möchte. Und auch hier nochmal für die beruflich bedingten Zuschauer, wir lehnen jegliche Form von Diskriminierung und Rassismus ab. Ja, man muss das dazu sagen. Ne? Naja, aber das ist mir da völlig wurscht, was solche Leute machen. Ja, geht mir auch. An. Aber du weißt ja, wir müssen ja für die Faktenchecker in YouTube die Dinge immer auch deklarieren. Wobei, da hat eine grüne Politikerin in der Schweiz, die hat also gleich mal wegen diesem Schweizer Gewinner, dieser Nemo heißt er, wie der Fisch damals in dem Disney-Film, und die meinte, das wäre jetzt wichtig, in der Schweiz endlich auch mal, Vorbild Deutschland, die Debatte anzufangen, dass eine moderne Gesellschaft einfach nicht mehr mit zwei Geschlechtern auskommt. Und das hat auch die Natur nicht vorgesehen, nur zwei Geschlechter. Und es werden, wenn es nur zwei Geschlechter gibt, ein Großteil der Bevölkerung ausgeschlossen. Ja gut, alle diese Leute werden irgendwann sterben. Und wenn du das Gerippe dann siehst, weißt du, es gibt nur zwei Sorten. Ja, zwei Sorten Menschen, ein Männchen und ein Weibchen. Und um den European Song Contest, Eurovision Song Contest heißt, Entschuldigung, abzuschließen, die Frau Sacharowa hier, die Sprecherin des Russischen, ne? Du weißt schon, die Maria, die sagte, der Eurovision 2024 übertrifft jede Orgie, jeden Hexenzirkel und jedes rituelle Sakrileg. Die Beerdigung Westeuropas verläuft reibungslos. Selbst wenn wir wollten, bräuchten wir nicht mehr einzumarschieren. Habe ich doch gerade vorhin gesagt. Die Dekadenz ist das Ende jeder Gesellschaft. Da sind wir aber in Deutschland noch nicht angelangt, denn dort ist ja alles noch gut. Nein, Deutschland kann sich nicht mehr selbst ändern. Es muss einfach gezwungen werden zu seinem Glück. Das werden die Außen schon machen. Also ich möchte da jemanden zitieren, das ist ein bisschen untergegangen in vielen Massenmedien, logischerweise. Denn im Landkreis Gotha, aktuelles Thüringen, ne, bei einer Diskussion oder Podiumsdiskussion hat der amtierende Landrat, Ono Eckert heißt er, der gute Mann, ich kannte ihn nicht, aber der hatte natürlich Angst, und das hat er auch vor Kindern gesagt, vor diesem ganzen Rechtspopulismus und der Erstarkung von rechts. Und er sagte sinngemäß, er hat Angst, in ein KZ zu kommen, ich zitiere ihn, er hat Angst, in ein KZ zu kommen, wenn die AfD gewinnt. Und das sagte vor Kindern. Naja, die Kinder können Gott sei Dank noch nicht wählen, sonst würden die ja alle die grünen Sonnenbäume und die Dragon Queen wählen. Ja, Kinder haben gerne, wenn man sich ein bisschen umzieht, ein bisschen blöd anzieht. Aber lass doch die Leute alle
Sie sind am Ende ihrer Wünsche angekommen. Sie haben die Macht. Und von außen droht ungeheure Gefahr. Und jetzt werden sie langsam nervös. Das siehst du auch an den beginnenden Urteilen gegen die arme AfD. Die kann auch nichts dafür. Hat nirgendwo was zu melden. Aber man bekämpft sie eben mit Justiz, mit Geheimdienst, die Parteien selber, die Medien. Und das alles gehört zusammen als ein Club. Und das hast du wunderbar erlebt bei dem Höcke-Urteil. Es stand, bevor es verkündet wurde, in der Zeitung. Ja, das war, Hajo, Ja. das war Zufall. Das war nicht irgendwie abgesprochen oder Gesinnungsjustiz. Nein. Also solche Dinge sind Verschwörungstheorien. Nein, natürlich, die haben das geschätzt. Naja, Genau. da bist du eigentlich. Gott im Himmel, aber die Leute sehen es. Trotzdem wird es nichts ändern, weil die Menschen einfach nicht bereit sind, aus ihrem Schneckenhäuschen rauszukommen. Und deshalb muss man das einfach hinnehmen. Alles. Du kannst halt nichts machen, außer zu einer Demo zu gehen, damit du wenigstens nicht dafür bist, ja, für diese Unordnung. Das macht grundsätzlich Sinn, da kann man sich zumindest mal zeigen. Aber das, was du ansprachst mit dem Urteil, ist ja auch recht interessant, weil diese Aussage, alles für de, D Punkt, das wurde ja jetzt schon in Thüringen, fand ich das ganz interessant. Dort gibt es ja viele Menschen, die auch auf der Straße sind. In dem Sinne nochmal liebe Grüße nach Zeulenroda und auch nach Greiz. Und dort wurde jetzt zum Beispiel getitelt, ich zitiere dort, alles für unser Mitteldeutschland, alles für unser Gesamtdeutschland, alles für unsere Heimat. Und schon ist es ja wieder in Ordnung. Und Höcke bekam 13.000 Euro Strafe, das ist richtig. Dieser eine Politiker, der einen kinderpornografischen Tralala runtergeladen hatte vom Internet, das waren nur 3.000 oder 5.000. Das Nein, die günstiger. 13.000 musst du verstehen, das ist ein Signal. Ja, die 13 ist die amerikanische Macht. Also die Illuminaten, die zu Rom, London und Washington gehören, deren Kennzahl ist die 13. Und wenn du das dann global betreiben willst, die haben die 23. Also er musste mit 13.000 bestraft werden. 13 ist eine Glückszahl vom Vatikan. Ja, es ist eigentlich auch eine Glückszahl und der Freitag der 13., was ja von der Göttin Fruchtbarkeit etc., Freya, was ja mit den alten Germanen und Kelten zu tun hat, eigentlich das Gegenteil von Unglückstag. Weil du beim Höcke warst, bei dem Herrn Höcke, der ja darauf relativ neudeutsch cool reagierte. Was noch teurer ist als 13.000 Euro, ist, wenn man deine Ex-Favoritin, die Frau Baerbock, wenn man diese als dümmste Außenministerin aller Zeiten bezeichnet, was wir nie tun, weil wir ihre Kompetenz schätzen. Aber wenn du sie Alter. so, ja, aber wenn du sie so bezeichnest, das ist noch teurer. Also da hat Also. jetzt sie geklagt, weil sie jemand als dümmste Außenministerin aller Zeiten bezeichnet hat, was wir strikt ablehnen, weil sie ist super, sie ist toll, sie ist kompetent und deswegen kann ich das verstehen. Gut. Naja, ich müsste aber jetzt doch eigentlich eine Belohnung kriegen, ne? Wenn du Weil du 13.000 bezahlen musst, wenn du da, nee, irgendwas bezahlen musst, wenn du sagst, sie ist die dümmste Außenministerin. Und ich sage ja, sie war meine Favoritin, sie hatte Fehler gemacht, ja, hat sich mit mir überworfen. Aber ich finde, die tun alles richtig. die machen Trotzdem. alles richtig. Es läuft Trotzdem. auch in Deutschland, denn, und jetzt wird es interessant, die Omas gegen rechts, ne? Also nicht die Omas gegen Klima, zu denen kommen wir noch, sondern Omas gegen rechts. Und liebe Zuschauer, wir werden nachher das Inland verlassen und uns die wichtige Politik angucken, die in Russland und in den USA geschieht. Aber wir müssen das noch kurz thematisieren. Die Omas gegen rechts, die bekommen jetzt wohl den Aachener Friedenspreis für ihren Kampf gegen rechts und den Faschismus in Deutschland. Jetzt halte ich fest. Da die Städte, vor allem die Großstädte, nicht mehr sicher sind vor Gewalt von rechts. Ja, das ist klar. Die meistens sind die ja Rechtshänder, die das machen. Da, ach so meinst du deswegen? Das, ich habe mich schon gewundert, wo das rechts-links herkommt. Es hat damit zu tun, Rechtshänder, Linkshänder, nicht politisch. Jetzt ist klar. Na, also mach dir keine Gedanken. Trotzdem geschehen die Dinge, die uns betreffen, außen. Und das wird immer bedeutsamer und sie. Du siehst das daran, dass sie immer nervöser alle werden. Ne? Wenn die jetzt schon hier jeden Tag Strafanzeigen machen, wenn einer mal
mal seine Meinung sagt, dann ist es ein Zeichen, dass sie in sich nicht mehr ruhen. Sie sind hochnervös, alle. Medien, Politik, Parteien und sogar die Tiefstaatsorgane der jeweiligen Länder in Europa. Also Weil es ernst wird. Es wird ernst. rein theoretisch können wir jetzt die Sendung beenden. Es ist alles gesagt, es wird ernst. Nein, natürlich beenden wir die Sendung nicht. Was meinst du denn? Was wird denn gerade so ernst? Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen für die Zuschauer? Und ich schaue dann, was du von meinem Fragenkatalog mit dieser Frage jetzt schon mitbeantwortest und stelle dir dann einfach nachher eine andere. Was wird denn gerade ernst? Ihr System ist zusammengebrochen. Sie können nicht mal das, was Sie eigentlich planmäßig machen müssen, diese Einwanderung und das Verrückte mit dem Contest da, wo die alle, also solche Dinge, ja, das machen Sie, aber Sie sind sich der Gefahr bereits bewusst, was im Außen passiert. Und dort ist ja ein Ende des Finanzsystems, klar, es ist eindeutig, dass Fed und EZB am Ende ihres Lateins angekommen sind. Die Lagarde hat jetzt gesagt, sie möchte gerne die Computernullen machen. Ja. Alles nicht mehr von Bedeutung. Die Weltfinanzpolitik findet jetzt in Shanghai statt. Und diese Leute, alle die BRICS und die Shanghai-Staaten, mittlerweile 80 verschiedene Staaten, die bestimmen die Zukunft der Welt, egal was hier im Westen noch passiert. Es ist nicht mehr von Bedeutung. Die Finanzpolitik ist nur das eine. Es gibt noch den Zusammenbruch des NATO-Systems, das ja gerade sichtbar untergeht in der Ukraine. Und dann haben wir noch die zwei ganz bösen Leute, Trump und Putin. Und den Xi noch dazu. Er Also ist ein drei ganz böse Leute. Und dann merkst du auch, dass sie versuchen noch wenigstens in Europa Ordnung zu behalten. Und das hat gestern der Vize mitgekriegt. Das empfinde ich als sehr traurig. Er müsste das wissen, dass er von vier Parteien als Feind Nummer eins gewertet wird. Ja. Bei Orbán hat man sich dran gewöhnt. Vučić können sie nicht so richtig ran, weil er nicht in der EU ist. Und jetzt hat er das zu spüren bekommen. Da gibt es die CIA hat das nicht gern. Die EU hat das nicht gern. Die NATO hat das nicht gern. Und die Ukraine haben es nicht gern. Ja, und da macht er einen Besuch an der ukrainischen Grenze. Das hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle. Das wäre wahrscheinlich taktisch klüger gewesen. Auf diesem Wege erstmal ganz gute Besserung an den lieben Herrn Fico und auch seiner Familie und seinen Angehörigen ganz, ganz viel Kraft für diese Situation, weil du sagst, es ist ein bisschen komisch. Natürlich, er war, und ich habe mir da hier Tatsache zwei, drei Dinge notiert, die ich ganz interessant finde. Denn der Fico hat auf der einen Seite gesagt, WHO-Vertrag, nein. Er hat die Ukraine nicht als souveränen Staat anerkannt. Er hat die Pfizer-Geschichte angegriffen, die Impfgeschichte angegriffen, im Prinzip die EU angegriffen. Und es riecht so ein bisschen nach Krokus Moskau und so ein kleines bisschen nach John F. Kennedy, weil irgendwie, zack, bumm, es wurde geschossen, aber irgendwie blieben doch alle recht ruhig. Scheinbar, laut den Videos. Ja, es stand doch sogar, glaube ich, bei uns in der Zeitung, dass der das selber schuld ist. Ja. Er Ja, es hätte stand, Spiegel hat getitelt hier, genau, deswegen unterbreche ich dich schnell. Spiegel hat getitelt, wie Fico das Klima in seinem Land mit vergiftet hat. Siehst du, es Und gibt eine Klimawandel gibt's, ja. ja, den Klimawandel und dann hat noch die Schweizer haben getitelt, ein Radikaler zwischen Mafia und Putin. Also, wenn man zwischen den Zeilen liest, Fico ist selber schuld. Man stelle sich nur mal vor, jemand von der linken Politikkaste wäre leicht mit einem Streifschuss verletzt worden, was dann heute in den Medien los war. Aber es ist Fico selber schuld. Ja, du hast noch nie in der Welt erlebt, dass die Rechten irgendjemanden umgebracht haben. Es waren immer Linke.
die Attentate verübt haben. Durch die Bank weg. Hajo, jetzt brauchen beruflich bedingte Zuhörer erstmal eine Baldrian-Beruhigungstablette, weil was du gerade gesagt hast, zerrüttelt deren Weltbild massivst. Naja, du brauchst, um jemanden zu hassen, brauchst du eine Ideologie, ja. Normal kann ein Mensch einen anderen nicht hassen, es sei denn, jemand hat dich betrogen oder da ein Kriminalfall ist passiert. Aber im Normalfall politisch bist du doch völlig weit weg von dem Gedanken, jemanden umzubringen als Konservativer. Das gibt es tatsächlich nur, wenn es um Ideen geht, ja. Und die Linken, für die war ja immer klar, wer nicht links ist, das ist ein Feind, ja. Selbstverständlich. Also für mich sind die Linken in Deutschland kein Feind, auch nicht in Amerika. Die gehen mir einfach am vorbei. Ja? Sie sind völlig bedeutungslos, weil sie nur ausführende Truppen sind von ein paar Hanseln, die immer noch zum Teil denken, nicht mehr alle, dass sie eine Weltmacht sind. Sie sind gar nichts mehr. Sie sind nur noch am Ende ihrer Zivilisation angekommen. Das hast du gesehen bei dem Eurovision-Dingsbums-Konzert. Ja? Das ist das Ende. Und da können sie mitmachen, was sie wollen. Das Theater spielt in Washington und in Moskau. Richtig, wobei immer noch viele Menschen denken, es ist alles noch super im Wertewesten. Bevor wir nach Moskau kommen, heute vor 40 Jahren wurde der Film deines Lieblingsschauspielers in die Kinos gebracht, habe ich heute bei Fox News gesehen. Top Gun kam heute vor 38 Jahren, 1986, in die Kinos und machte damals Tom Cruise zum Weltstar. Ich erzähle es nicht deswegen, sondern ich fand interessant, wie Fox News darüber berichtet hat. Es war ein Prehistoric Pre-Vogue-Movie, also ein prähistorischer Film aus der Fort-Vogue-Zeit. Denn es ging um Männer, um Fleisch, um Grillen, um Sex mit Frauen, um Patriotismus, um sexy Frauen in sexy Klamotten, Männer, schwitzende Männer, Sport und Fleisch und Bier. Ein Pre-Vogue-Film, also ein Film aus der Fort-Vogue-Zeit. Und wenn man sich das mal genau anschaut, so hart es klingt, ist so. So ein Film wäre heute ja undenkbar, unabhängig von der militärischen Ideologie, die dahinter steckte. Aber das wurde ziemlich ausgeschlachtet. So ein Film wäre heute rechts. Meinst du? Naja, aber Ja. das begann doch damals schon die Zeit, wo die Frauen immer größer wurden im Film und die Männer immer kleiner. Und der Zwerg, der da in der F-16 sitzt, wahrscheinlich passt kein großer rein, ne? Ist richtig. Der wurde vorgeführt als Sieger über alles. Selbstverständlich. Ich achte den nicht als Schauspieler. Der spielt keine Rolle. Für mich waren so Gregory Peck, ja, das war er da. Ja. Cary Grant, das waren Schauspieler, Männer, groß, Ja, aber ruhig, du kannst ja sagen, gelassen. wenn du Cary Grant mit Tom Cruise vergleichst, dann ist es ja ungefähr so, wie wenn du sagst, Olaf Scholz hat die ähnliche Klasse wie Trump. Das ist ja auch ein kleiner Unterschied. Ja? Ja. Also, natürlich ist der Olaf Scholz viel besser. Nicht, dass es jemand falsch versteht. Olaf Scholz ist Nee, das toll. sehe ich nicht so. Da Nee? sind wir Gott sei Dank mal anderer Meinung. Gut, Das ist weiter geht's. schön. Ja, also nein, also du solltest natürlich wissen, wie es von meiner Seite aus gemeint war, aber jawohl, da sind wir endlich mal anderer Meinung. Russland. Gab es ja neulich auch einen ganz guten Bericht von Mark Mobil. Sehr gut, vor allem zusammengefasst für Menschen, die sich da damit noch selten bis gar nicht befasst haben. Thema 2 plus 4 Vertrag. Wo du ja schon sehr, sehr lange darüber sprichst, auch was das auf sich hat, wenn. Und jetzt heißt es ja nicht, dass das morgen gekündigt wird und übermorgen die russische Besatzungszone der ehemaligen DDR wieder da ist. Aber was hat das jetzt auf sich? Versetzt das Moskau und Moskau, Entschuldigung, Berlin und Washington in Panik? Oder was macht das jetzt damit, dass es da drüben wirklich auf dem Tisch liegt, das Ding wegzumachen? Ich habe den Eindruck, dass das schon zwischen Washington und Moskau geklärt ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Parteien in Berlin nervös geworden sind. Woher kommt denn auf einmal diese Hektik, in Bonn die Regierung zu schließen? Woher kommt die Hektik? War überhaupt kein Anlass, jetzt so etwas zu machen. Ja, es ist also ein Ding, wo sie ahnen, oh,
Es kann schief gehen, wir nehmen mal jetzt alle zusammen nach Berlin. Und das Lass ist mich da aber ganz dann kurz, nicht lass mich da ganz kurz Amerika. unterbrechen. Hajo, lass mich da ganz kurz unterbrechen. Was würde das bringen, von Bonn nach Berlin zu gehen, wenn Sie alle zusammen sind? Was hat es für einen Vorteil? Sie wollen den militärischen Arm, also die Staatsmacht, auch nach Berlin haben. Sie, die Staatsmacht der BRD sozusagen ist ja immer noch in Bonn. Ja, und in Bonn ist auch die Hauptstadt dieser BRD. Und deshalb versucht man die Rolle Berlins etwas zu stärken, indem man die Staatsmacht rübernimmt. Und dann müssen sie noch mit den Amis klarkommen, dass sie den Regierung, den Staat nach Berlin kriegen. Ja? Die Repräsentanz der BRD ist Hauptstadt Bonn, immer noch. Die Gesetze werden dort verabschiedet und so weiter. Und das möchte man jetzt schnellstens nach Berlin holen. Aber Berlin ist ja immer noch in vier Besatzungszonen geteilt. Und die Macht in Berlin hat immer noch dieses Vierergremium, wo Frankreich eigentlich nicht dazu gehört. Man hat ihnen nur etwas gegeben als Gentleman Agreement. Ja. Staatsmacht in Berlin ist China, Russland, London und Washington. Und jetzt versucht man das schnellstens in Ordnung zu bringen und das war faul, weil es nicht notwendig war. Das kommt aus heiterem Himmel. Auf einmal müssen wir alle nach Berlin. Also man versucht jetzt darzustellen, dass Berlin eine Hauptstadt wird und ein Staatszentrum wird, ja, die Staatshauptstadt. Kann es aber nicht werden, solange es keinen Friedensvertrag gibt. Berlin ist immer noch besetzte Stadt. Und das ist ein Teil. Wenn die Russen jetzt einen Vertrag kündigen, der von unserer Seite sowieso schon gekündigt wurde, weil wir gegen die Festlegungen verstoßen haben, ja. Deutschland hat sich am Krieg Jugoslawien beteiligt und jetzt in der Ukraine. Und macht Politik gegen Russland. Steht ausdrücklich alles drin, das darf man nicht. Das Gleiche steht auch in der UN-Charta. Also Russland braucht nicht kündigen. Sie sind immer in der Lage, gegen Deutschland vorzugehen, wie sie lustig sind, weil wir sie angegriffen haben. Und wir haben gesagt, wir sind im Krieg mit Russland. Versehentlicher Fehler, ne? Von Na, der das haben nicht wir gesagt, das hat die intelligenteste Außenministerin der Welt gesagt. Naja, also nach Meinung der Berliner Parteien spricht sie ja für die BRD. Ja, Ja, für die kann sie ja BRD. sprechen. Für Deutschland kann sie ja nicht sprechen, weil sie ja keine Politikerin der deutschen Völker ist, würde Na, man jetzt behaupten können. Deutschland gibt es nicht, das ist überhaupt nichts. Deutschland ist ein, naja, ein Gebiet, ja, ein schönes Land oder so, aber es hat keine Staatlichkeit. Es muss immer Gut, nach einem Plan. ich drücke mich anders aus. Sie ist sogenannte Politikerin der BRD und das Beste an Außenministerium, was man je hatte. Aber sie ist ja keine souveräne Politikerin einer der deutschen Völker oder des Deutschen Reichstages oder was auch immer. Nein. Von daher ist es doch irrelevant, was sie sagt. Naja, aber die BRD ist ja ein vorhandenes, real existierendes Objekt. Und Richtig. dieses hat die DDR okkupiert damals, 1990. Und es kann ohne weiteres sein, dass die Russen dann eben sagen, 2 plus 4 Tage ist gekündigt, wir gehen wieder zurück. Und So. es, niemand wird sich gegen die Russen wehren, weil es nicht geht. Ja. Es ist staatsrechtlich vereinbart zwischen USA, London und Russland, dass die DDR russisches Besatzungsgebiet ist und Bayern und die linken Staaten da amerikanische Besatzungszone und oben an dem Lilliputland England dort oben angeschlossen, die sind auch Besatzungszone. Und das hat sich nie geändert. Und Aber man
Auf diesem Gebiet hat man eine BRD installiert als Verwaltung. Bitte. Aber diese BRD hat sich versucht, sich zu verselbstständigen. Sie versucht, souverän zu werden, weil es halt Schwierigkeiten im Außen gibt. Man weiß nicht, wie es in Amerika weitergeht, und man weiß nicht, wie es in der Ukraine weitergeht. Recht haben die alle, wenn sie sagen, wenn der Krieg in der Ukraine verloren geht, ist die westliche Welt zu Ende. Gut, Das ist eindeutig. da gibt es ja auch schon Zeichen, dass das schon längst vorbei ist, weil dort bricht ja nicht nur die Front zusammen, da ist ja schon alles zusammengebrochen. Also eigentlich ist es doch nur noch eine administrative Frage, oder hast du das Gefühl, dort geht es wirklich noch militärisch um einen Kampf, oder geht es schon um die Abwicklung hinter den Kulissen? Wie verkauft man es der breiten Masse im Westen und wie wird es abgewickelt? Oder hast du das Gefühl, dass dort wirklich noch aktiv gekämpft wird, oder ist das Ding schon lang zusammengebrochen dort? Nein, es wird gekämpft. Dieser Kampf musste aber verloren gehen, weil sie einfach durch die ungeheure Korruption in der Ukraine das Geld genommen haben von den Amis und von der EU. Und sie haben die militärischen Sperranlagen nicht gebaut. Wenn du das siehst, wo die Russen vormarschieren jetzt, sind alle die Materialien da, um Panzersperren zu machen. Aber die liegen auf einem Haufen. Niemand hat die auf die Straße gestellt. Niemand hat irgendwelche im Gelände irgendwelche Panzersperren gemacht. Es wurde einfach ein riesen Haufen hingekippt. Der blieb dort liegen, ja. Und die Russen können drum rumfahren. Ich halte das aber nur für so einen kleinen Stich. Ich vermute, die Russen machen Kiew nervös. Alle rennen jetzt dort hoch. Und dann wird was anderes passieren, was viel Wichtigeres. Da hat man ein Signal gekriegt von den USA, die jetzt ein Raumschiff, Enterprise, Unterseeboot gezeigt haben, das wird die Wunderwaffe der Ukraine. Ja? Das wollen Ja. sie denen schenken. Ja, dazu braucht man aber einen Hafen, um ein Unterseeboot zu betreten. Und dort wird das Spiel stattfinden. Das, wie heißt Charkow, ist eine Millionenstadt. Das ist sowieso russisch. Also du machst ein Referendum und dann ist das klar 90% Russen. Ja. Der weniger Anteil russisch ist erst ganz hinten in den Gebieten, die Stalin und dann den Polen weggenommen hat. Also Lwów, Iwano-Frankowsk und so weiter. Das sind dann die sogenannten Ukrainer, die sprechen auch Ukrainisch. In Charkow spricht man Russisch. Und die Armeeführerleute in der ukrainischen Armee sprechen auch alle Russisch. Ja, ich höre manchmal, wenn die Statements abgeben, sind Russen. Selenskyj spricht Russisch. Ja. Und das ist aber schon das Ende, was dort sichtbar ist. Ja. Es gibt keine geordnete Kriegsführung mehr, weil sie einfach nicht das Material haben, um einen Krieg durchzustehen. Die Russen können jede Sekunde eine Granate abfeuern und da ist sie schon wieder neu gebaut. Und wir können jeden Tag eine abfeuern und die müssen sein, dann haben sie sie nachgebaut an einem Tag. Ja. Also die Russen sind hundertfach, tausendfach militärisch überlegen, weil sie vorher die Kriegswirtschaft begonnen haben. Und wir versuchen jetzt in einem zusammenbrechenden westlichen Wirtschaftssystem eine Kriegswirtschaft aufzubauen. Geht überhaupt nicht, weil wir die Technologie lange abgegeben haben. Also es dauert ein paar Jahre und braucht es viel Geld, um eine Kriegswirtschaft auf die Beine zu setzen. Aber das Geld hast du wiederum nicht, weil das Geld ausgegeben werden muss im Kampf gegen rechts. Und das Geld muss ausgegeben werden für die lieben Gäste, die hier zu uns kommen und freundlicherweise bei uns zu Gast essen, trinken, feiern, ein bisschen Ist manchmal wichtig. reinhauen, ja. Ist wichtig, weil wir brauchen diese Raketenwissenschaftler, Neurowissenschaftler und Ja. also sind dringend Für die benötigt. Kriegswirtschaft. Ja. Selbstverständlich.
Aber Apropos Kriegswirtschaft, der Verteidigungsminister oder Kriegsminister heißt er aber, glaube ich, in Russland. Der neue heißt Andrei Belousov und der alte wurde nicht verhaftet. Nein, der wurde in eine höhere Position gebracht mit mehr Verantwortung. Und dann gab es die Festnahme vom Vize-Verteidigungsminister hier, diesem Ivanov, und dann noch ein Juri Kusnetsov. Das ist so der Leiter der Personalabteilung. Auf jeden Fall wird dort verhaftet und der Ex-Verteidigungsminister bekommt eine bessere Position. Und jetzt kommt dieser Andrei Belousov, den ich nicht kenne. Aber was denkst du, hat das auf sich mit dem Wechsel und der Beförderung des anderen und der Festnahme? das ist eine Umgestaltung der russischen Armee hin zum System des Deutschen Reiches. Der Minister, der Kriegsminister, ist für die Beschaffung und die Bezahlung und so weiter alles verantwortlich. Er hat nichts zu melden im Generalstab. Er kann dort nur Einspruch erheben, wenn die von Waffen träumen, die er nicht bezahlen kann. Also es ist eine Umgestaltung hin zur militärischen Abteilung und zur vorbereitenden und bezahlenden, also der finanzpolitischen, der planenden Behörde. Und da ist genau dieser Mann der Richtige, weil er Korruptionsjäger ist. Und er hat ja schon den gefangen hier, den Vizeminister. Dass die wichtigen Leute Personalabteilung, denke mal dran, das ist der allerwichtigste Posten. Dort werden die Offiziere hergestellt, die Generäle. Und wenn dieser abgelöst wird, ist also etwas faul in dieser obersten Spitze dieser Armee. Und der Shoigu ist nicht höher gestellt worden, es sieht nur so aus. Ja. Shoigu war immer Mitglied des Sicherheitsrates. Und Vorsitzenden hatten sie jetzt schon 2, 3 Jahre nicht mehr. Es gab also nur die Stellvertretenden. Ja. Und jetzt hat man den da hingesetzt und der ist aus dem Spiel. Und jetzt kommt wahrscheinlich Armageddon, ne? So heißt der General. Und du siehst, an demselben Tag geht's los in der Ukraine. Also es passt schon irgendwie zusammen. Man hat nur die Inauguration von Putin abgewartet und jetzt setzen sie die richtigen Putin-Pressen-Leute ein. Ja, wobei, die erkennen ihn ja auch alle an. Also die Franzosen, die Briten, die Amis haben alle gesagt, nachdem reihenweise deren Botschafter nach Moskau, also in Moskau einbestellt wurden, na, der französische Botschafter, der britische Botschafter, die wurden ins Außenministerium bestellt und schwupp, auf einmal hat keiner Soldaten in der Ukraine und jeder erkennt Putin auch an. Es gab wohl klare Ansagen seitens des Kremls, dass sie mit ihren schlechten Waffen gegen die Übermacht NATO trotzdem gewinnen. Ja, das ist ein eigenartiger Vorgang. Ja. Unsere Medien träumen immer noch davon, ihr System erhalten zu können. Und da müssen sie schreiben, also dass die Russen, na, die sind am Ende, ja. Ja. Die können von Glück reden, wenn die deutschen Panzer nicht in Moskau. Na, die waren in Die Moskau waren ja doch jetzt. letzte Woche dort, genau. Ja, aber das sah nicht so gut aus. Ja. Also, die Russen haben gesagt, Ende der Vorstellung. Entweder oder. Und jetzt reagieren alle Staaten nach dem Oder. Ja. Sie wollen keinen Krieg mit Russland, weil man den einfach nicht gewinnen kann. Das ist, also Und das sieht. das Schlimme ist ja für alle unsere Leute, dass die Russen gar nicht im Krieg in der Ukraine involviert sind, in diesen, mit ihrer Armee. Ja. Die Armee steht Gewehr bei Fuß. Wie immer 1,1 Millionen Leute in Russland. Und was da unten stattfindet, das sind die ersetzten Leute. Und man hat 300.000 zusätzliche Vertragskräfte geholt und die eigenen Kräfte aus dem Donbass. Und die gewinnen jetzt. Und sie können marschieren, wie sie wollen, wohin sie wollen, wann sie wollen. Nur machen sie es sehr vorsichtig, weil eben Putin keine menschlichen Verluste haben will über die Maße. Er macht nicht diese dauernde Angriffswucht, wo dann die
der Gegner einfach die Leute vernichten kann mit Artillerie. Das ist aber in der Ukraine auch nicht mehr möglich, weil sie auch keine Waffen mehr haben. Also Ja, Korruption. du Denkt meinst, immer dass dran, das Geld ist verschwunden, die Waffen sind verschwunden und die Abwehranlagen sind nicht gebaut. Und viele schöne Yachten sind auf dem Mittelmeer unterwegs, die ukrainisch Flagge dran haben. Und man hat die Botschaften aus Kiew weggenommen. Und das ist das deutlichste Zeichen, dass die Partner, die eigentlich zusammengehören, die den Krieg betreiben, die USA und Russland in Verhandlungen sind. Und wenn die schon ihre Botschaften wegnehmen, dann haben sie Angst, dass ihre Verhandlungen schiefgehen, ja? Und dass halt der Russe dann in 3 Tagen in Kiew ist und die Botschaften leerräumt. Die sind ja nicht Hoheitsgebiet der Amerikaner. Es ist immer noch Russland, was dort herrscht. Ja? Und jetzt gehen sie nach Lemberg in der Hoffnung, dass dort irgendwas übrig bleibt. Aber das ist ein Zeichen, dass selbst diese Verhandlungen führenden Leute konfus geworden sind. Die EU und die Amerikaner können nichts anfangen mit einer Ukraine-Hauptstadt Lwów. Das ist nicht die Ukraine. Das wäre ja Und die alte Hauptstadt Polens. ja, da gibt es aber auch keinen Haftenden für die Kredite. Dann gibt es keinen BlackRock, der noch die Ukraine besitzt. Ja, die haben jetzt die Hälfte von der noch existierenden Ukraine gehört, die Fläche BlackRock. Also alle diese Verluste, die entstehen doch dann schlagartig, wenn Kiew nicht mehr Hauptstadt der Ukraine ist. Also es ist auch in unserem westlichen Wertewesten sehr viel Unordnung jetzt in Zusammenhang mit der Ukraine, weil sie eben merken, sie kriegen es nicht mehr hin. Du hast doch den Macron gehört, ja? Wir gehen nach Ukraine, wir machen die platt. Selbstverständlich. Ich gehe nicht in die Ukraine. England, dasselbe, ja? Russen platt machen. Nicht. Wir, Taurus-Raketen. Oh nee, die liefern wir nicht. Ja, da gab es ja auch eine klare Ansage an den britischen Botschafter, dass quasi die Insel dann entinselt wird, wenn also Großbritannien ernsthaft hier, ne? Aber das kennen wir ja von der Friedensarmee NATO. Na, die hat ja damals auch immer, egal welche Länder, siehe Serbien, siehe Libyen, siehe wo auch immer, die NATO ist ja da immer reingefahren, hat erstmal alles platt gemacht und dann am nächsten Tag festgestellt, wir können uns humanitäre Hilfe sparen, weil ist ja keiner mehr da. Ja. Also so lief das ja ungefähr. Also sagen jetzt Rechtsradikale, wir natürlich nicht. Wir wissen ja, dass das die Guten sind. Aber weil du gerade vorhin ansprachst, dass Russland eben versucht, zivile Opfer zu vermeiden. Wobei, um das Thema Russland abzuschließen, bevor wir nach Amerika gehen, die Frankfurter Allgemeine hat hier getitelt, dass der Postenwechsel etc. in Russland ein klares Zeichen dafür ist, dass Putin in Panik ist vor der drohenden Niederlage. Wenn jemand wie Putin solche mächtigen Leute auswechseln kann, dann ist er nicht in Panik, dann hat er die absolute Macht. Und die hat er. Niemand wird sich in Russland gegen den Oberbefehlshaber wehren. Und das ist immerhin Putin. Ja? Er ist Oberbefehlshaber der russischen Armee. Und das hat er gezeigt. Und er hat das ein bisschen politisch aufgewertet, indem er es eben bei der Regierungsneubildung gemacht hat. Das ist immer üblich, wenn du neu gewählt bist, dass du wieder eine Regierung einsetzt. Und da hat er jetzt die ganzen Posten alle so hingestellt, wie er das haben will. Der Shoigu war nie Feind Putins. Ja? Shoigus Hals hängt fest an dem von Putin. Aber Shoigu ist zu alt wahrscheinlich. Und in einer Armee darf man nicht 20, 30 Jahre denselben Oberbefehlshaber haben. Dann schleift sich die Unordnung ein. Du musst immer mal neue Leute, jüngere Leute einsetzen. Andere, damit die Befehlsstruktur
im Fluss bleibt, ja, damit Befehl, Befehl, Befehl. So wie es jetzt durch Shoigu war, er konnte irgendeinen anrufen und der macht das, ja. Das ist nicht Armee. Armee ist Befehl, 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 Befehl. Und jetzt haben sie halt neue Leute. Eine Sache wollte ich dich letztes Mal noch fragen, aber da kommen wir jetzt ganz kurz zu deinem Buch. Denn als du in der Armee warst zu DDR-Zeiten, NVA, Nationale Volksarmee, da hast du immer auch davon gesprochen, dass das mit den Sowjets keine Befreiung war und dass die Russen nicht deine Freunde waren, dass du sie eher als Feind gesehen hast, auch zu DDR-Zeiten. Jetzt sprichst du positiv über den Russen oder über das russische Volk, denn das russische Volk, das deutsche Volk, es sind Brudervölker, die sich auch sehr ähnlich sehen in der Mentalität, in der Denkweise. Aber was unterscheidet den Sowjetrussen, den du als Feind bezeichnet hast, auch in deinem Buch sehr gut beschrieben, zu deiner Armeezeit, vom Russen aus dem Zarenreich oder auch jetzt, der alles andere als unser Feind ist? Wo siehst du da den Unterschied? Wenn ich in einem besetzten Land lebe und der Besatzer alles dirigiert, was mich betrifft, mein Leben, dann ist der Besatzer mein Feind. Und ich war gewaltig erstaunt, dass diese Russen, die mein Feind waren, abgehauen sind, einfach, indem sie 90 oder wann das war, für 6 Milliarden D-Mark das Land verlassen haben. Ja. Das war der Gorbatschow. Ich war ein Freund von Gorbatschow. Oh, schlimm, 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 schlimm. Aber ein Besatzer ist immer ein Feind. Ja. So wie heute die USA in Washington DC mein Feind ist. Und die Besatzer in Berlin sind mein Feind, weil sie mein Leben bestimmen wollen. Und im Grunde bin ich aber ein freier Sachse. Ich bin nicht besetzt. Und trotzdem bestimmen sie alles, was ich machen will, alles, wie ich leben will, bestimmen sie. So etwas ist nicht moralerhaltend. Ja? Die Leute bestimmen über, wenn du aufstehst, beginnt der Staat. Und wenn du ins Bett gehst, ist er immer noch da, damit du schläfst auch noch. Und nichts gibt es mehr, was du frei selbst entscheiden kannst. Und sie zwingen dich, für dieses Scheißgeld zu arbeiten, immer dieses Geld zu haben, damit du überhaupt leben kannst. Ja? So ein Leben stelle ich mir nicht vor für die Menschen. Ich denke, man sollte wieder zurückkommen in die Monarchie, wo die Menschen leben konnten und niemand ihnen irgendwas gesagt hat, was er essen darf, was er trinken darf, was er machen darf, ob er angeln darf, ob er irgendwas bauen darf auf seinem Grundstück, ob er Auto fahren kann. Alles das sind Freiheiten, die uns genommen wurden. Heute kannst du überhaupt nichts mehr machen, wo die nicht ihre Finger drin haben in Berlin. Mit irgendwelchen Anordnungen. Ja? Und dann bauen sie dir, machen sie dir das Land kaputt, deine Heimat, mit lauter solchen Eisenstangen, die da im Feld stehen und die Tiere kaputt machen. Nein, Und die sind gut fürs Klima. Da kommen wir nachher noch zu, ja, weil da sagt Trump auch was dazu. das ist schade mit dem Klima, das habe ich ja heute gerade wieder gemerkt. Es kam hier so ein wandernder Händler vorbei, der verkaufte Holz, ja. Und da er die Geschäfte will, wollte ich nicht beurteilen. Also er wollte es verscheuern, ja. Und ich habe es gekauft, weil ich eben kein Vertrauen in den Klimawandel habe. Ich erwarte wieder, dass der Winter kommt. Eigentlich brauchte ich das Holz nicht, ja. Aber ja, weißt du, so viel Vertrauen habe ich in die Berliner Politik nicht, dass es wieder warm wird. Also, Also, wir sind in einem Gefüge angekommen, wo die Verwaltung der ärgste Feind der Menschen ist, weil sie alles, was du machen willst, bestimmen. Sie bestimmen sogar, wie du denken sollst. Und naja, weißt du, das gefällt mir nicht. Und das hat der Russe nicht immer in der Besatzungszeit gemacht. Er hat mich nicht gezwungen, so zu denken, wie ein Russe denkt, oder so zu denken, wie die Parteibonzen in Berlin. Er hat mich leben lassen.
nicht luxuriös, wie es heute üblich ist, aber menschlich. Ja. Wein, Weib, Gesang war ganz normal. Das geht Ja. heute nicht mehr. Das ist jetzt verklebt, vergeblich. Also Also, ich bin heute ein Freund der Russe, weil er eben nicht mehr bestimmt. Und er sagt auch nicht, er will über mein Leben bestimmen. Und sowas gefällt mir. Die Realität werde ich dann erleben, ja. die wirst du erleben, weil es gar nicht mehr so lange dauert. Das ist dann später der Abschluss der Sendung, weil du gerade gesagt hast, Wein, Weib, Gesang, das wäre ja auch die zweite Strophe des Liedes der Deutschen. Ne? Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Das kann man dann auch nachlesen, liebe beruflich bedingten Zuhörer. Das ist die zweite Strophe des Liedes der Deutschen, ne? Wo die dritte gern gesungen wird bei lila, blass-blau, pinken Fußballanlässen. Also das ist nun mal so diese Geschichte, die auch sehr, sehr traditionell ist, kann man sich damit befassen. Bevor wir nach Amerika gehen, Hajo, weil wir gerade über dein Buch sprachen, du hast ja jetzt quasi eine Trilogie. Ne? Zum einen das Buch, das schon einige Jahre alt ist, bezüglich deinem Lebenswerk oder deiner Biografie. Das zweite ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz klasse Buch, über das wir demnächst mal ausführlich sprechen, die deutschen Völker im Würgegriff der Kabale. Und um das Ganze abzuschließen, ist es noch ein schönes Buch, das jetzt demnächst erhältlich sein wird, warum Deutschland wieder erblühen wird. Und an alle, die jetzt vielleicht schon wieder die Nase rümpfen, wie noch ein Buch. Nein, es wird jetzt nicht alle 2 Monate ein neues Buch von Hajo geben. Er ist nicht unter die Autoren gegangen. Aber die Biografie von Hajo, die Erklärung, wie die deutschen Völker im Würgegriff der Kabale sind und der Grund, warum Deutschland wieder erblüht, ist in sich eine abgeschlossene Geschichte, um, wer möchte, zu verstehen, warum dieser Mann mit dem weißen Hut neben mir so tickt, wie er tickt, im positiven Sinne gemeint. Aber vielleicht kannst du einen Satz dazu sagen, bevor wir nach Amerika kommen. Warum wird Deutschland wieder erblühen? Wir sind das Zentrum der Welt, das intellektuelle Zentrum. Das wird jetzt nicht gerade aktuell dargestellt, ja, in Ich Berlin. wollte jetzt gerade kurz unterbrechen und sagen. Gut. Aber du hast genügend kluge Leute. Und in uns ist dieses Gefühl des Frei-Sein-Wollens. Das ist einfach in unseren Genen drin. Und jetzt haben wir 100, 120 Jahre Knechtung durch die Amis und Engländer und den Vatikan. Und das endet ja, du siehst es doch, es fällt doch zusammen. Und wir werden wieder kommen. Es werden auch wieder solche Dinge wie, das müsst ihr alles tolerieren, ne? Eine solche Sache wie Einwanderung ist überhaupt kein Problem für die Deutschen. War nie ein Problem. Wer kommt, kann, muss hier arbeiten, ja? Wenn er genug Geld hat, braucht er nicht arbeiten. Aber er kann kommen. Das gab es immer in Deutschland. Wir waren nie fremdenfeindlich. Und auch religionsfeindlich waren wir nie. Ja? Der alte Preuße, unser aller Vorbild, der hat ja als erster Mann in der Welt gesagt, bei mir kann jeder nach seiner Fassung glücklich werden. Ja? Also Jude, Muslim. Aber der Staat muss stabil bleiben. Und das machen wir gerade nicht. Ja. Wir verunsichern die Bevölkerung, aber wir werden frei werden. Wir haben das Angebot dieser Freiheit bekommen von Herrn Putin und von Herrn Trump. Und jetzt müssen wir halt warten, ja, bis jemand die Verwaltung ändert für dieses Reich oder einen Friedensvertrag macht. Damit wären wir dann tatsächlich völkerrechtlich wieder frei. Und das wird kommen, da beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Als du sagtest, wir sind das intellektuelle Zentrum der Welt. Natürlich, wenn man schaut, den Geist von Schiller und sonstige viele Traditionen der deutschen Völker, die deutsche Schöpferkraft, der deutsche Geist, die deutsche Seele. Allerdings, wenn du das sagst, das intellektuelle Zentrum der Welt, und wir schauen uns die aktuelle Situation an, dann ist es relativ schwierig, nicht in einen Lachanfall ne, zu gleiten. Aber kann ja passieren. Aber Lass uns. wir haben doch gute Männer. Ja. Die siehst du, sie werden alle angefeindet von dem linken Spektrum da in Berlin. Ne? Nein, von der Partei. Ja. Es ist im Grunde nur noch eine Partei.
Und sie kämpfen für unsere, also deren, das ist schwierig. Nicht immer in der deutschen Sprache kriegst du das hin, über deren Demokratie zu reden, weil die ja sagen immer unsere Demokratie. Ja, Ja. aber wenn Sie ja Es ist aber unsere nicht sagen, meine. ja, aber Sie sagen ja auch nicht deine. Sie sagen ja aus Ihrer Sicht unsere. Und Dann deswegen haben ist Sie es völlig recht. korrekt, wenn du sagst deren. Ja, aber dann stimmt das Wort nicht mehr. Der Wortlaut ist dann anders. Sie verteidigen Ihre Demokratie und Sie sagen immer unsere. Sie haben aber gar keine Demokratie. Ja, Sie haben Ihre Demokratie. Also ein Klüngel eines Clubs von Leuten, die über 80 Millionen Leute das Leben bestimmen wollen und sie ausplündern nach Strich und Faden. Und die Deutschen machen das immer mit, sie haben es immer mitgemacht, weil sie im Grunde ruhig ihr Leben leben wollen, möglichst ruhig. Jetzt geht es ein bisschen schwierig, aber sie sind keine Streitenden. Und sie halten sich immer an die Vorschriften der Staatsmacht. Da früher zum Beispiel der König eines Landes viel zu faul war, um Vorschriften zu machen, konnten die Leute einfach leben, wie sie wollten. Und niemand hat ihnen irgendwas vorgeschrieben. Und dann wurde das Ganze sogar noch als erster Staat der Welt in ein Sozialsystem überführt von Bismarck. Ja. Die ganze Welt war erschüttert, diese Welt, ja, die Geldwelt, dass man sowas machen kann, ein Volk nicht bis zum letzten Tag deines Lebens auszuplündern. Heute sind wir weit darüber hinaus, was sich jemals ein Deutscher vorstellen konnte, was man noch alles Böse anrichten kann gegen die Bevölkerung. Nein. Ist schon unerträglich. Aber die meisten interessiert es trotzdem nicht. Es wird vielleicht bald die Menschen dann doch interessieren, wenn das Ganze mal schrittweise sich wandeln wird, weil du das ansprachst mit dem Sozialsystem. Es gab ja auch den bürgerlichen Tod nicht und Leibeigenschaft Sklaventum. Und was ich ganz interessant fand, das wusste ich bis vor einigen Jahren auch nicht, dass die Kolonien des Deutschen Reiches, die Menschen dort, ich bleibe jetzt mal Thema Afrika, die hatten die gleichen Rechte wie ein Mensch im Deutschen Reich. Und waren im Prinzip keine Sklaven, also was die Menschenrechte betrifft, was ja für die englische Krone nicht unbedingt so in Neudeutsch sexy war. Aber lass uns mal über den Teich gucken. Da hatte letzten Samstag Trump wieder mal eine Rallye, eine Kundgebung in New Jersey, einem tiefblauen Staat. Und es kamen knapp 100.000 Menschen zu dieser Kundgebung. Der Joe Biden, der natürlich noch viel beliebter ist, hatte mit Bruce Springsteen auch eine Kundgebung in der Nähe oder in demselben Staat. Da war nicht ganz so viel los, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, was waren da wenigstens 20 Leute da? Ja, Na, bestimmt. Ja. also, er ist schon ein wichtiger Politiker mit Also seinem. interessant. Interessant fand ich, dass Trump dort spontan auf einer Baustelle vorbeischaute, auf einer Großbaustelle schaute er vorbei, weil er einfach da im Staat ist und sagt Hallo und tralala. Die Bauarbeiter haben sofort ihre Arbeit niedergelegt, geklatscht etc. Und jetzt zitiere ich den Reporter, liebe YouTube-Faktenchecker. Der Reporter fragte dann einen dieser Bauarbeiter, dunkelhäutige Bauarbeiter auf Englisch, ob er denn auch eine Grußbotschaft für Joe Biden hätte. Und der dunkelhäutige dreht sich in die Kamera und sagt, selbstverständlich, fuck you. So, das war, also ich habe nur diesen Mensch zitiert und das fand ich ganz interessant, wobei Trump er wurde immer deutlicher. Also er sprach zum Beispiel Dinge an, wie die Biden-Regierung checkt gar nichts, ne? Also auf Englisch natürlich. Das endet im Dritten Weltkrieg. Es ist der schlechteste Präsident, den die USA je hatten. Selbst Jimmy Carter sieht neben Biden aus als der beste aller Zeiten. Solche Kleinigkeiten hat er erzählt. Windmühlen seien die teuerste Energie, die es gibt. Sie töten Vögel, sie töten die Umwelt, sie sind einfach scheiße. Wir bauen diese verdammten Dinger wieder ab. Und Verbrenner wird es auch immer geben. Wenn Sie mich mal im Weißen Haus besuchen wollen von New Jersey, nehmen Sie bitte kein Elektroauto, denn mit diesem Scheiß kommen Sie bei mir nicht an, ohne fünfmal zwischenzuladen. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die er gesagt hat. Oder wir werfen die Globalisten raus und stoppen den tiefen Staat für immer. Und eins fand ich noch interessant, das fand ich, hat er richtig gut gesagt, mit der, wo war es denn jetzt? Jetzt finde ich es nicht. Ja, diese ganze Gender-Geschichte, Rassentheorie, Gender- und Klimawandel-Zeugs,
alles weg von den Schulen und Männer raus aus dem Frauensport, verdammte Scheiße noch einmal, hat er gesagt. Und dann schloss er... Der ist ja deutlicher als ich. Ja. Mein Wasser. Und dann sagte er noch, deswegen mache ich das ein bisschen länger, ich habe mir die Rede im Original angeguckt, dann sagte er, wissen Sie, ich bin ja Geschäftsmann. Ich bin kein Politiker. Ich bin kein gelernter Politiker und deswegen kann ich das vielleicht nicht verstehen. Denn vielleicht ist es ja gut, dass die Grenze geöffnet ist. Vielleicht ist es gut, dass illegale Einwanderer kommen. Vielleicht ist es gut, dass wir überall Krieg haben und Menschen sterben und Waffen liefern und amerikanische Familien kein Geld mehr haben. Vielleicht ist es gut. Das müssen Sie die Politiker fragen. Ich als Geschäftsmann habe da ja keine Ahnung davon. Und ich glaube, besser kann man durch die Blume die Dinge nicht ansprechen. Wie beurteilst du die Situation in Amerika aktuell? Naja, erstmal zu Trump. Ich gebe ihm einen Vorschuss an Liebe, weil er mir einen Friedensvertrag angeboten hat. Ja, nicht mir, sondern der Tante damals, die die Einwanderung organisiert hat. Ja, aber die kann ja gar keinen annehmen, weil die BRD war ja nie im Krieg. Der Logo, aber hat ja gesagt, wir werden euch den Friedensvertrag geben. Ja, sie saß ja da als deutscher Bundeskanzler. Ja, da hatte sie Gesichtslähmung, als er das sagte und seine Frau noch dieses Schwarz-Weiß-Rot. Das gefällt mir doch. Also er bietet mir das an, im Grunde dasselbe, wie was die Russen 1990 gemacht haben. Und schon wird mein Gedanke an Amerika ein anderer sein. Heute ist für mich Amerika der Faschismus persönlich. Und sobald Trump wieder da ist, sind wir frei. Ja, wir können uns dann endlich mal wieder um uns selber kümmern. Aber das Ganze wird stattfinden jetzt, denn es sind nur noch 5 Monate. Und dann ist alles entschieden. Dann werden alle umkippen wie verrückt, wenn der wieder da ist. Ja. Du wirst dann sagen, ich war doch immer für die Freiheit der Leute. Ja. Ich war doch gegen den Covid. Und das alles wirst du in den nächsten 5 Monaten erleben. Vielleicht für viele der Hardcore-Leute erst am 5. oder wann die Wahl ist, ja, ich weiß es nicht. Am 5. November, glaube ich, ja, theoretisch soll sie da stattfinden, falls sie bis dahin dann noch stattfindet. Am nächsten Tag wirst du viele Freunde von Amerika erleben, also von dem neuen Amerika, die du noch nie gekannt hast. Ja, das ist ja im Prinzip oft so, ne? Man beißt ja nicht in die Brust, die einen füttern oder ne? Dessen Wein ich trinke, dessen Lied ich singe. Ne? Da gibt es ja verschiedene Varianten. War es der Wein? Nee, war es ein anderes Synonym. Aber ihr wisst, welches Sprichwort ich meine. Was den Prozess betrifft, ist auch ganz interessant, denn diese Stormy Daniels, die ihn da ne, beschuldigt, die hat ja dann irgendwann gesagt, sie hat das nicht verneint, weil sie Geld gekriegt hat, sondern sie hat verneint, weil es nie eine sexuelle Handlung gab. Aber wird in den Medien verschwiegen. Und sie sagte, wenn Trump freigesprochen wird, dann werde sie überlegen, aus den USA zu fliehen. Das ist doch eigentlich schon ein Schuldeingeständnis. Na, aber die Frau ist doch gar nicht der Kläger. Nein, die Frau wird ja nur benutzt. Die Frau wird genutzt, um Trump eins reinzuwirken. Aber diese Strategie ist völlig falsch. Daran siehst du wieder, dass sie am Ende sind. Ja? Sie machen einfach nur noch irgendwas. Und das führen sie jetzt vor. Und je länger er von den Gerichten belästigt wird, desto mehr Leute verehren ihn ja, als standhaften Kämpfer für Amerika. Also das ist die beste Reklame, die er überhaupt kriegen kann. Und jetzt legt er es darauf an, dass er in den Knast kommt. Ja. Das wird, kann man sich gar nicht ausdenken, wie die 140 Mann Schutzpolizei mit ihm ins Gefängnis gehen. Ja. Also auch sieht die amerikanische Administration oder die Verfassung und alles das, was die haben, nicht vor, dass einer nicht im Gefängnis auch Präsident sein kann. Ja. Das wäre möglich, dort habe ich, also habe ich mir auch nicht gewusst, aber ist offensichtlich möglich. Ja, ja, da muss halt dann der oberste Richter ins Gefängnis kommen, ihm den Eid abnehmen und anschließend kann er sich begnadigen. Also,
Ich weiß nicht, wie weit sie es auf die Spitze treiben wollen in Amerika, aber sie müssen etwas machen, denn die USA fallen gerade auseinander. Du siehst, dass Staaten Gesetze verbieten, Handlungen der NATO verbieten. Du siehst, dass Staaten Gold als Währung anerkennen. Das ist alles entgegen der globalistischen Agenda. Also in Amerika zerfallen die Systeme schon. Das ist doch das beste Zeichen, weil im Grunde, wenn man jetzt mal ganz nüchtern denkt, kann es uns Deutschen heute scheißegal sein, ob Amerika zerfällt oder nicht. Mit Trump kriegen wir den Frieden. Und ansonsten, wenn die zerfallen, wird uns Putin den Frieden bringen. Weil du. Dieses kleine Lilliputland da irgendwo im Norden, wie Kleinengland oder wie das heißt, ja, die spielen keine Rolle mehr. Die haben jetzt noch mehr Probleme als wir. Na, die haben jetzt einen König mit einem ganz tollen neuen Porträt. Aha, Also, ja. das ist. Im Blut Ne? gebadet. Ja. Aber ich möchte noch schnell in den USA bleiben, weil du das ansprachst, dass es schon Staaten gibt, die sich gegen diese ganze Geschichte stellen, auch mit der Goldwährung beziehungsweise mit dem Thema Zentralbank und Geld und Federal Reserve. Trump hat auch gesagt, er möchte die Fed entmachten, endgültig, dass also das klar über den Präsidententisch laufen muss, wenn hier irgendeine Zinspolitik gemacht wird, etc. Und die Staaten, von denen du sprachst, also einer davon ist Nebraska und diverse andere US-Staaten, die haben jetzt Gold und Silber als Geld anerkannt. Und sie möchten ein Gesetz rausbringen, dass Geld, wenn es digital von der Zentralbank kommt, kein Geld ist. Ja, ist ja keins. Es Ja, sind null. natürlich. Aber natürlich, aber es wird dort wohl gesetzlich verankert oder es soll gesetzlich verankert werden. Und Alan Dershowitz, also auch ein recht bekannter Mann, der sagte hier, das ist so der Verfassungspapst, der die amerikanische Verfassung quasi wahrscheinlich auswendig kennt, der meinte, Trump wird beschädigt, die Marke Trump, der Mensch Trump, der Kandidat Trump und der Präsident Trump. Nur weil die Demokraten ihn nicht als Präsident haben wollen. Wenn Trump wegen all dem klagen würde, dann, Zitat, wären sie alle am Arsch. Sie zeigen, wie ein totalitäres System arbeitet und zu bezeugen, beschuldigen Trump, ein Totalitärer zu sein. Also das waren sehr deutliche Worte von ihm und das fand ich ganz interessant. Und abschließend vielleicht noch zu den USA. Es soll eine Präsidentschaftsdebatte geben, die Biden jetzt zugesagt hat. Er hat also so ein 15-sekündiges Video gemacht. Lieber Donald, wir können die Debatte machen. Du hast schon 2020 gegen mich verloren. Und sag mir, wann du Zeit hast. Du bist ja gerade sehr beschäftigt. Er spielte auf die Gerichtsprozesse an und sagte, mittwochs hast du, glaube ich, Zeit. Und in diesem 15-Sekunden-Video waren fünf Schnitte drin, weil das wahrscheinlich am Stück nicht hätte hingekriegt, beiden. Und die Daily Mail, und jetzt wird's lustig, die Daily Mail Online hat schon darüber gesprochen, dass sehr wahrscheinlich Michael Obama ins Rennen geschickt wird, weil man mit Biden nicht mehr ins Rennen gehen kann. Und jetzt kommt's. Trump hoffe, dass Biden die Debatte führt, denn dort ginge es noch. Gegen Michelle Obama hätte er keine Chance. Der ist ein bisschen sportlich im Denken, der Trump. Aber es ist halt nicht unser Kampf. Wir können dort nichts machen. Wir müssen warten, was die Amerikaner zurechtbiegen in ihrem Land. Jo. Und ich werde das überleben. Ich habe schon so viel überlebt. Ich werde auch noch die letzten Monate bis zur endgültigen Entscheidung Amerikas. Ich wollte gerade sagen, die letzten Monate, du hast gesagt, du wirst 125, da hast du noch ein bisschen Zeit, ne? Naja, aber ich will mich nicht mit Politik beschäftigen. Ja, das ist richtig. Du meinst also die letzten Monate, bis der ganze Laden auseinanderfällt. Wobei, es geht ja hier auch in der Öffentlichkeit immer mehr los, was das Thema Kindermissbrauch, Kindesmissbrauch, Kinderhandel etc. betrifft. So hat zum Beispiel die BBC eine Anklage zitiert, dass wohl David Copperfield hier, der Obermagier, wegen sexuellem Missbrauch angeklagt sei. 16 Frauen, einige davon minderjährig, und sie waren teilweise von ihm vorher unter Drogen gesetzt worden. Na, der David Copperfield. Also es spricht so langsam einiges dafür, dass die Idole der breiten Masse demontiert werden. Alle Idole sind Kriminelle. Wenn sie vom Staat hochgejubelt werden, von den Medien hochgejubelt werden, sind sie Kriminelle. Ausgewähltes Personal.
Es gibt doch extra dafür seit vielen Jahren dieses Casting, ja? Jeder Film hat ja oder jede Musik hat ein Casting. Und dieses Casting ist ein Kontrollsystem von Council for Foreign Relations, die die Medien organisieren. Ja. Also wenn du dort nicht ein Signal gibst, der nicht mehr, die Medien beginnen, der kriegt keinen Vertrag mehr von demjenigen, wo er Film gespielt hat, er kriegt kein Geld mehr, es wird dann der Mann platt gemacht oder die Frau. Und dieses System ist perfekt. Also wer oben ist, gehört zur Kabale. So, und die hat ja auch was mit Klima zu tun, wobei BlackRock und JP Morgan dort aus der Klimawandel-Agenda-Finanzierung schrittweise zurücktreten wollen. Scheinbar, so hat es zumindest diverse Business-Magazine getitelt, ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Zum Abschluss noch zwei Dinge zum Klima. Und zwar die United Nations, also die UN, hat ein Werbevideo gedreht mit Kindern, kleinen Kindern, die besorgt sind, wie die Welt 2050 ausschaut, weil alles verbrennt, wir sterben, Klimawandel und es wird unsere Generation, meine Generation, deine Generation, also die Generation meiner Eltern, ich selbst etc. angeprangert, weil wir ja eben, ne, überhaupt um Klima. Und ein Kolumnist, Henrik Broder heißt er, ich kannte ihn nicht, der hat auf Welt-TV gesagt: Immer wenn Kinder vorne dran gestellt werden, gehen bei mir die Alarmglocken an. Klimamodelle sind Modelle und die sagen nichts aus. Grönland, im Englischen Greenland, heißt ja so, weil es mal grün war. Ne? Das hat er jetzt nicht gesagt, das schiebe ich jetzt dazwischen. Und er schreibt wohl, er sagt dann auch noch wohl, die Kampagne richte sich an die Eltern, die ihre Kinder dazu missbrauchen, aufgrund Machtgeilheit und Geldgeilheit. Und wenn es eine weltweite Kampagne gibt gegen Klima, gegen Hunger, gegen sonst irgendwas, dann verdient immer einer Geld, aber es ist eigentlich nichts wert. Rein theoretisch müsste doch der Verfassungsschutz jetzt Welt-TV sofort als rechtsradikal einstufen. Ja, sie bringen manchmal ein paar Dinge, die schon zukünftige Worte sind. Es wird alles offengelegt, wenn wir diese Kriegsspielerei beendet haben. Dann wirst du erfahren, viele Dinge, die du dir heute gar nicht vorstellen kannst. Nichts, was uns umgibt, was uns gelehrt wird, ist korrekt. Es ist alles Schwindel. Alles. Durch die Bank weg, außer das kleine Einmaleins. Das ist wahr, solange du annimmst, dass die Eins ist. Ja? Also auch das kann man jederzeit verändern, wenn man lustig ist. Also wir werden viele Dinge überraschend erklärt kriegen. Und Klimawandel ist halt Geld machen. Ja? Man muss Geld machen. Nein, 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 Jetzt. das hat, nein, Bill McGuire sieht es anders. Klimawandel ist real. Wir hatten vor ein paar Monaten mal über diesen Herrn gesprochen. Da sagte Bill McGuire, ne, dass er kommt aus der University College London, ist ein Klimaforscher. Und vor ein paar Monaten sprachen wir mal über ihn, weil er sagte, wir haben die stärkste Erwärmung seit über 4 Milliarden Jahren, wie auch Ja, immer er das gemessen hat. So, und völliger jetzt hat Blödsinn. natürlich, aber jetzt hat er noch viel besser getextet oder getweetet, geixt, wie man heutzutage sagt. Die einzige Chance, das Klima zu retten und die Emissionen so runterzufahren, wie wir das brauchen, sei eine tödliche Pandemie, bei der ein Großteil der Menschheit ausgerottet wird. Nur dann können wir den Planeten retten. Danach hat er sich entschuldigt, er sei falsch verstanden worden, aber deutlicher geht es ja nicht mehr. Sie sind am Ende, ich sage dir, habt ihr doch also am Anfang das gesagt, ja, die Dekadenz ist am Ende. Und das ist Dekadenz, wenn so ein Glatzkopf solchen Blödsinn von sich gibt. Ja. Schon das Wort Klimaforscher ist eindeutig ein Beleg dafür, dass er Geld kriegt für das Klima. Ja. Er wird irgendwo beschäftigt, damit er Klima forscht. Klima hat überhaupt nichts mit uns Menschen zu tun. Das Klima regelt sich seit Tausenden, Millionen schon immer von alleine. Also, Und wenn die Erde denkt, ich muss ein bisschen mehr CO2 rausbringen, macht sie das. Da haben wir null Einfluss drauf, weil wir Menschen nur 1% alles, was lebt, macht nur 1% des CO2 überhaupt aus. Ja?
Die Masse des CO2 ist im Ozean gebunden. Und wenn die Erde will, dass mehr rauskommt, dann macht sie mehr raus. Ja? Dann lässt sie das gebundene CO2 los. Und das kommt dann in die Atmosphäre. Die Pflanzen wachsen schneller und die bauen das dann wieder ab. Alles das regelt sich von ganz alleine. Da kann der Mensch gar keine Handlung daran teilhaben lassen. Ja? Es ist Automatik. Die Erde ist ein selbstregulierendes System. Und wenn wir Menschen weg sind, macht sie das immer noch selbstregulierend. Sie hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Sie lässt uns leben. Und Also, das finde ich nett, ja? Dass da die gebe ich dir Erde völlig uns recht. leben lässt. Und sie gefällt mir, die Erde, nur die Politik gefällt mir nicht. Diese Leute, die alle uns ausplündern wollen mit irgendwelchen Fantasien, die sie selber erfinden, mit irgendwelchen Problemen, die sie selber schaffen. Alles das muss ein Ende haben. Und das wird ein Ende haben, weil die Vernunft wieder zurückkommen wird. Es war immer so. Es kam Stabilität, ein Imperium, das Ende des Imperiums in Dekadenz und dann kommt ein neues, das sich dann wieder aufbaut. Das dauert dann wieder 70, 80, 100 Jahre. Dann fällt das auch wieder zusammen in Dekadenz. Also immer wenn es den Menschen zu gut geht, werden sie dekadent und dann bricht das System zusammen. Und dann geht es wieder von vorne los. Und in dem Zug sind wir heute. Und komischerweise hat das alles nichts mit unserem Leben zu tun, nicht mit der Bevölkerung in Deutschland, in England, in Frankreich. Die haben überhaupt nichts damit zu tun. Das, was hier stattfindet, ist das letzte Aufbäumen einer 100 Jahre herrschenden Macht. Die bricht zusammen und sie möchte uns gern. Noch, wir müssen noch ans Ende, ja. Ja, aber macht ja nichts draus. Es ist zu Ende, das sehen wir in der Ukraine. Denn dort entscheidet sich das Schicksal von, weiß ich nicht, von wem. Von der westlichen Wertegesellschaft und Wertdemokratie. Das können wir, glaube ich, jetzt als Schlusswort für heute stehen lassen. Jetzt ist es natürlich heute harter Tobak, die Sendung, weil die ganzen beruflich bedingten Zuhörer, ich hoffe, ihr seid gut versichert, denn Hajo hat heute einige Hämmer ausgepackt, die dem einen oder anderen vielleicht nahe an den Herzinfarkt oder an sonst einen Anfall gebracht haben. Also euch weiterhin gute Besserung. Falls ihr euch wundert, warum es so blinkt auf Hajos Bildschirm, nein, das ist kein neudeutscher Deepfake. Hajo sitzt real vor der Kamera, aber seine Kamera spinnt ein wenig und der flackert es ab und zu. Aber Hajo ist real dort am Platz. Ne? Nur, dass er da Bescheid ist. Hallo. Ja, hallo, da ist er. Da ist er. Der Mann mit dem weißen Hut. Ne? Also, der hat nichts zu tun mit den Hooters. Und dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Restwoche. Die Und Hoodies. der Die Hutis. Hoodies, ja. Ah, Kennst du die die Hutis. Du Hoodies? meinst die Hutis. Die intelligenteste Außenministerin aller Zeiten nennt sie die Husis. Aha, die Ja. Hoodies haben gesagt, sie wollen das Internet lahmlegen. Und weißt du, was das wieder für eine Nachricht ist? Es gibt keine Satelliten. Liebe beruflich bedingten Zuhörer, Hajo, du hast aber heute echt auch schwere Hämmer rausgehauen. Ich Gott wünsche macht da euch. nichts draus. Die ganze Welt ist ein Schwindel. Jawohl, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und wenn ihr ein Bierchen in der Hand habt, drinnen die Rinne, wie man so schön sagt. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Namaste. Ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden.